Eigentlich sind wir sehr tolerante Menschen, aber das geht uns mittlerweile wirklich zu weit. Das Kind lässt auch überhaupt nicht mit sich reden. Ja, und da haben wir uns gedacht, die Supernanny, die weiß vielleicht, was man da machen kann. Supernanny Katharina Saalfrank will sich selbst ein Bild machen, um dann pädagogisch zu handeln. Und die Situation ist schlimmer als zu Anfang gedacht. Ein 9-jähriges Kind mit 2 verschiedenfarbigen Strümpfen. Nicht mit mir. Strapse, um Himmels Willen. Also dieses Kind, das braucht wirklich dringend Grenzen. Jetzt sag doch mal, Pippi, du hast also ein Haus, ein buntes Haus, um genau zu sein. Ein Äffchen und ein Pferd, die ab und an zum Fenster rausschauen. Aber wo ist denn dein Papa? Mein Papa ist Seefahrer, Inselkönig und Kapitän der Hoppetosse. Ich kann auf mich selber aufpassen. Hü, kleiner Onkel! Die Pipilotta Victualia Rolgardina Pfefferminza Ephraims Tochter Langstrumpf lebt schon seit Jahren in einer Welt, die für ein 9-jähriges Kind nicht gut ist. Sie hat einfach zu viel Fantasie, da wäre eigentlich der Vater gefragt. Aber das Allerwichtigste, die Sache mit den verschiedenfarbigen Strümpfen, das werde ich hier austreiben. Zurück bei der Supernanny. Pipilotta Victualia Rolgardina Pfefferminza Ephraims Tochter Langstrumpf weigert sich vehement, 2 gleichfarbige Socken anzuziehen. Katharina Saalfrank hat das widerspenstige Mädchen auf die stille Treppe gesetzt. Pippi, möchtest du die Strümpfe denn jetzt mal anprobieren? Niemals! Naja, manchmal ist die Pippi schon ein bisschen wild, aber vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn sie mal Ritalin ausprobieren würde. Die Supernanny hat sie auch nur gut gemeint mit der Pippi. Und irgendwie tut's mir auch leid, dass der Herr Nilsson sie gebissen hat. Mit dem Verdacht auf Tollwut nach einem Affenbiss wird die Supernanny in das Astrid-Lindgren-Krankenhaus in Stockholm gebracht. Katharina Saalfrank kapituliert vor diesem Fall. Zunächst, sie will wiederkommen.